Ein wunderschönes Hallo. Bei Life is, ich habe immer noch nicht nachgeschaut, Feudal Feudel, Forest Village. Ich wollte hier das nochmal angleichen. Und das machen wir auch gleich. So. Also hier geht der Weg hoch. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ich nehme lieber die Ecke. Und pass mal den Bereich hier an. Da geht das hier unten hoch. Das ist ja nicht so gut. Weil er halt da immer den Durchschnitt macht. Wobei, stört mich das? Eigentlich auch nicht weiter. Hätte ich nur hier ein bisschen weiter gehen müssen. Mist. Also, hier ist der Weg. Genau. Nach dahin. Hey, warum hat er... Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja, das ist richtig. Nee, das ist falsch. Ich probiere es trotzdem mal. So. Okay. Da nicht. Da schon. Ne, da nicht. Da schon. Was verändert sich da? Der Weg macht da so eine Ecke. Finde ich das gut. So wird das dann ganz alles angehoben. Moment. Da laufen die eh in der Ecke drumherum, oder? Ah ne, der läuft da gerade hoch. Also da, wo der Eselmensch gerade lang gelaufen ist, ich kann jetzt doch da... Also hier entsteht so eine kleine Ecke. Ich glaube aber, die ist gering genug, dass der Weg noch gerade hochgehen kann. Deshalb riskiere ich es mal. Das wird auch wieder ein Einschnitt, so. Aber dann haben wir wenigstens die Fläche eben und keine kleinen Ecken, die uns dann wieder Probleme bereiten können. Also, wups. Wups, die Dudel. Was wird denn das so auf einmal so hell? Es ist Sommer. Oh je. Achso, ich habe 1200 Futter. Das heißt, wir kommen mit 6000 wieder raus. Und haben immer noch Fleisch und Fisch auf Reserve. Ich weiß nicht, warum ich mir Gedanken gemacht habe. Passt, super. Da kommen jetzt auch Kiddies nach. Jacob ist da. Und dann setzen wir hier nochmal so ein fettes Haus einfach nochmal oben drauf. Läuft. Was machst du denn? Nix. Warum sollte es ja auch, ne? Ah, da hier. Da ist nochmal einer nachgekommen. Den habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann schauen wir mal. Dann haben wir nämlich auch ein, zwei Esel mehr. Weil jetzt denke ich, sobald wir dann hier das Ding haben... Und so weiter und so fort, könnte das problematisch werden. Die Bakery braucht man ja auch noch irgendwo. Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt gerade am also schauen, ob ich die hier vielleicht irgendwo hinsetze. Zur Not kann ich auch echt eigentlich den Herbalist umsetzen. Moment mal. Ach nee, brauche ich gar nicht. Ich müsste einfach nur das Ding umsetzen. Dann könnte ich die hier reinsetzen. So. Das wäre ja noch voll legitim. Je nachdem, was es halt braucht, dann muss es nur bis da runterlaufen. Das ginge ja sogar noch. Hier unten kann ich es nirgendwo hinsetzen. 11x11? Hö, was war denn dann so groß? Ah, Fräulein Frieskante spielt Terraria. Zum Glück wird das nicht aufgenommen.
Ich könnte die auch hier reinflanschen, ne? Dann kommt halt die Dingsens weg. Hier passt es nicht rein. Hier ausheben wollte ich nicht nochmal. Oder hier hinter. Also ich war hier eh nicht so einverstanden mit dem Eingang. Aber... Wie groß ist das denn? Moment, das ist genauso groß wie Warehouse von der Länge her. Wie lang ist Warehouse? Ja, Warehouse? 10. Also 1 länger tatsächlich. Nur würde es so einen kleinen Knick geben oder eben gar nicht, weil ich den Eingang... Ja doch, den würde ich schon nach da raussetzen. Also gäbe es hier nochmal einen kleinen Knick. Was jetzt ja nicht so schlimm wäre. Dann hätte ich es hier nah dran. Und nach wie vor ist da der Eingang eh so blöd gesetzt. Und das kann ich auch vielleicht tatsächlich eher mal hier hinten ransetzen, wo noch mehr Wald in der Nähe ist. Oder hier hinten dran dann tatsächlich. Dann muss ich den auch nicht umbauen. Aber das Ding, wo war das? Das muss ich dann vermutlich... Oder ich setze es hier hin... Überlegung über Überlegung. Also, ich brauche das Ding gerade eh nicht. Das heißt, es kommt weg. So, ich bin jetzt mal radikal. Warum die ganze Zeit nur drüber rum nachdenken? Sofort, tschüss, hallo. Das ist nicht passiert. Das heißt, es wird einfach nur abgebaut. Ja. Und dann setze ich das... Ey, Tornado, Hashbin, spottet near your village. Ja, schön. Dann setze ich da dann die Bakery rein. Hier müssen sie noch ein bisschen schuften. Die Kante da, die ist jetzt immer höher geworden, oder? Kann man aufs Dach springen. Auch cool. Warum denn erst so wenig? Ach, die mussten erst das alles abholzen. Jetzt verstehe ich. Okay. Dürfen sie ja. Können sie ja. Sollen sie ja. Wie viele Hühner habe ich denn hier? Ui, das werden ja immer mehr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hühner. Schön. Aha. Ja, ich habe keine Ahnung, was das Ding hier soll. Da holen sie jetzt Essen raus. Also ich vermute mal, dass das dann echt doch begrenzt ist. Das heißt, dass die Lebensmittel oder die Sachen, die hier drin sind, nur in dem Radius verwertet werden. Das wäre praktisch. Wie könnten wir das überprüfen? Indem wir das gesamte Fleisch und Gemüse hier reinstopfen. Von überall her. Genau, und dann keiner von hier unten dahin latschen darf, um das Gemüse oder das Fleisch zu holen. Wenn ich das dann wieder aktiviere. Sehr gute Idee, Plan, Gedanke, du haben tun. Das ist soweit in Ordnung. Das muss eh irgendwann gemacht werden. Das kann ich ja eh... Manchmal es ist halt so blöd mit dieser Anzeige, dass es... Manchmal kriegt man es mit, dass... Also wird es einem gesagt, eben ging es ja nicht. Aber ja, wie auch immer. Also, was wollte ich jetzt? Fleisch. Von da. Nach da. Nochmal Fleisch. Von da nach da. Und nochmal Fleisch. Von da nach da. Genau, und dann kann ich das eigentlich aktivieren. Und dann dürften nur noch die Leute von hier das Fleisch verwerten. Also dann da, wenn ich es hier enttabuisiere. Mir fällt gerade ein, dass man Eier vielleicht auch bei der Bakery braucht.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wir wissen ja nicht, was da rauskommt. Die latschen hier übers Feld und wissen nicht, was sie tun sollen, oder wie? Cultivating. Cultivating. Cultivating und Cultivating. Die müssen halt immer an die Ränder laufen, um ein bisschen was auszuheben, oder wie? Naja, sollen sie machen. Ah, das ist auch schon verschwunden. Und das gefällt mir schon besser. Muss ich leider zugeben. Dann kommt das noch weg. Und die machen wir auch weg. Können wir eher noch ein, zwei schöne Fischerhütten hier hinsetzen. Ja, na ja, guck mal. Gut gemacht. Ja, das ist genau das Ding. Da graben sie hier in der Ecke ein bisschen. Laufen den ganzen Reihe drüber, graben da ein bisschen, anstatt dass einfach mal an einer Stelle stehen bleiben. So doof. Doof, doof. Hier wird auch... Grain. Okay. Fleur. Grain. Fleur Grain. Okay. Ich dachte, da wird jetzt einfach ganz normales Wheat abgebaut, aber okay. Sollen sie machen, sie halt dann so, ist in Ordnung. Warum nicht? Was beschwere ich mich denn überhaupt? Ups. Ups. Wir haben Kartoffel. Und das nicht zu knapp. Ja, hä? Hä, was? Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden. Erklär mir das nochmal. Hä? Wie? So. Das war eigentlich saublöd. Weil dann hier wieder Fleisch geholt wird, aber ja, egal. Wo ist er denn? Der gute Dude? Der gute Dude. Der bringt Gemüse nach oben. Okay. Dann mach das mal. Die wären schon längst fertig, wenn sie nicht die ganze Zeit über das Feld rennen würden. Spannend. Holz habe ich auch noch einiges. Spannend. Aber das ist gut soweit. Hier hat man auch nicht noch weitere Angriffe. Wenn das mehr werden, müssen wir da echt mal gucken. Moment, 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 Moment. Dann nehmen wir das erstmal weg. Das war nämlich direkt da rein, ne? Ja. Soll auch erstmal so reichen. Ja, vielleicht. Ach, kriegen wir hin. Irgendwie. Ne, wird schon klappen. Blalam, blalam, blalam. Gleich haben sie es geschafft, dann dürfen wir endlich auch wieder Stadtplanung betreiben. Die Ecke können wir nach wie vor nicht anpassen hier. Oder? Ah ne, sonst würde sie mit angepasst werden. Schade, weil man sonst den Weg hier hätte langziehen können. Nee, ach, das wird nicht reichen. Das ist zu steil. Schade. Wirklich schade. Okay, sobald die fertig sind, können wir sie dann auch mal wieder in die Mine schicken. Diese hier am besten. Damit man dann mal ein bisschen Eisen rausbekommt. Und das ist hässlich. Ja, aber... Ah, sie sind fertig. Dann können wir es anpassen, sobald wir wissen, dass wir es anpassen können. Joach, das sollte ja noch dick gelangen. Warte mal, dann setzen wir gerade mal den Weg hier hin. Weg. Er wird rot. Lübde, 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 lübde. Verstehe ich nicht. So, dann haben wir das gesetzt. Das ist gut. Dann können wir die Donkey Farm eigentlich setzen.
Donkey, Donkey, Donkey. Wo ist er denn? Da und dort und hier so hin. Blöp. Da ist drüber, genau. Hier so. Bums. Erstmal pausieren. Dann können wir da eins freilassen. Lup. Genau. Bums. Erstmal pausieren. Habe ich das jetzt richtig gesetzt? Ja, das sieht gut aus. Und dann ist es fast echt gescheiter, dass wir die Rampe hier zwar da runterziehen. Moment, Moment. Hier so, damit die Leute hier dann da langlaufen können. Und sie hier einfach dort oben langlaufen können. Ich glaube, das ist ganz okay. So, Moment, wir haben das. Dann jetzt noch dieses Wunderwerk der Wissenschaft. Und es wird Nacht. Ich werde bekloppt. Ich sehe doch schon wieder nichts. Ach, dann warte ich halt nochmal. Ich möchte mir da nicht die Augen abfriemeln. Dann sollten wir das hier schleunigst anpassen. Moment. Moment, Moment, Moment. Wenn ich das jetzt einfach so sage. Ach, Blödsinn. Geh weg, danke. Quasi so, ne? Ja. Dann sollte das auch klappen. Ach so, jetzt... Ach, ja. Ja, mach den Weg. Ist okay. Ich habe mich gerade gewundert, wo es da jetzt gerade so rumhämmert. Aber ja, die sind schon wieder eifrig dabei, den Weg zu pflastern. Und das möchte ich ihnen auch nicht verbieten. Ich rede gerade irgendeinen Unfug. 7. Zwei für die Donkey Farm. 4 für ein Haus. Interessant. Äußerst interessant. Wäre es dann fast sinnvoller gewesen, jetzt schon mal den Weg anzupassen? Wobei, Moment. Moment, da, da. Das geht. Dann können wir den hier rumbauen. Dann müssen wir nur gucken, dass diese Kante eine ordentliche, schöne Rampe ist. Moment. Das sollten wir ja auch hinbekommen. So. Genau. Ich glaube, das geht so. Okay, es ist Tag. Juhu! Danke, Spiel. So. Okay, dann müssen wir hier eins freihalten. Hier und hier. Man da vermutlich keinen Weg setzen kann. Ich probiere es nochmal schnell aus. Nee. Ja, genau. Wegen dieser kleinen blöden Ecke. Sonst könnten wir jetzt super... Ach, das ist ja blöd. Ach, das ist mal wieder blöd. Ja. Und jetzt ein Feld abreißen, um die... Vor allem abreißen, um die Kante zu machen. Ich meine, die Felder sind fast fertig. Und wir würden uns da ein klein bisschen was sparen. Ach, Mist. Ja, okay. Pass auf. Late Summer. Ja. Bumm. Dann fix. Ich versuche hier diese kleine Ecke zu reparieren. Oh, die Rampe, die ist auch schön geworden.
Oh, funktioniert. Sehr gut. Da rennt schon wieder der Bär ins Haus. Ich werde bekloppt. Mach doch mal da was gegen. Und der kommt da rausgelaufen, als ob es nichts wäre. Du stehst da drin, als ob es nichts wäre. Das ist ein Bär in deinem Haus. Mann, Mann, Mann. Was auch immer das ist. Macht nichts. Okay. Gut. Ja, dann wird das abgerissen. Hoffentlich irgendwann mal bald. Keine Ahnung. So. Und dann angepasst. Jetzt hat die natürlich nichts zu tun. Machen wir es so. Aber wir haben ja eh gut zu essen. Ja, dann machen wir die kleine Ecke, weil sonst ist es echt blöd, dass wir dann über gesamte Länge halt das verschieben müssen. Ja, genau. Nur wegen dieser kleinen Ecke da. Schau! Ja. Ja, machen wir's. Oh, die Fischfarm ist auch schon weg. Cool. Die wird dann auch noch demontiert. Cool. Du weißt nicht, was du tun sollst. Cool. Dann können wir da ja wieder welche abziehen. Ups. Ah, und das ist auch schon demontiert. Oh Mensch, da muss ich dann auch noch weitermachen. Aber in der nächsten Folge mal wieder. Ja doch, aber kriegen wir ja hin. Na, so langsam sind es größere Projekte, die wir planen, aber auch planen können. Weil es dann doch irgendwie hinhaut mit den Menschenmassen. Naja, kriegen wir hin. Schauen wir. Und ach, der Test läuft ja auch noch mit dem Fleisch. Oh je, ja, ich werde es sehen. Also, vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun. Ja.